und ich muss aber hingehen, weil ich wissen will, wie geht's da weiter bei denen privat. Ja, das ist ein bisschen wie wenn man eine Serie anschaut. Nur schlimmer, weil es echt ist und weil man alle kennt. Und das Lied ist jetzt spul, ist stark inspiriert von meinem Weiberstammtisch. Die Rosi nimmt gerne mal ein paar Kilo ab, meistens so zwei oder drei. Und als Belohnung kauft sie sich neue Jeans und in die bat sie sich dann nein. Und ihre Stammtischmädels sagen, hey, hast abgenommen, schaust aber gut aus, fei. Und die Jeans, die steht doch super, die ist doch auch schon wieder nein. Und geht die Rosi mal kurz aufs Klo, dann ändern sich die Meinungen aber schon so. Hast gesehen, wie sie ihren Ranzen rauspatzt? Wenn man sich so ein fettes Anziehen kommt, kann ich wirklich nicht verstehen. Die will sich ein Kartoffelsalat unter den Arm zwicken, dann kann sie fast als Rollbrot gehen. So sind's die Weiber, so sind's die Weiber, so sind's. Nicht alle, aber viel. So sind's die Weiber, so sind's die Weiber, so sind's. Ein paar auf jeden Fall. Oder bei der Irmi, wenn ich bei der Tür neige, bleib ich jetzt mal an einem Schuldel stehen. Wo steht, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Wer hängt sie so an Schwachsinn in sein Haus? Da haben sie arme Molis den Schmarrn jeden Tag. Kein Wunder, dass der vom Wirt nimmer heimgehen mag. Er denkt sie, wenn das Leben dir Zitronen gibt, stell der Schnitzel mit Pommes dazu und isst gleich beim Wirt. Na hast du dumme Sinn, sprich deine Ruhe. So sind's die Männer, so sind's die Männer, so sind's. Nicht alle, aber fui. So sind's die Männer, so sind's die Männer, so sind's. Ein paar auf jeden Fall. Oder der Sabine, wenn an ihrem Mo was nicht passt, dann sagt sie's ihm nicht gleich. Sie hat ein Bierhal, wo drauf steht Vorwurfsmunition, da schreibt sie's sauber nein. Wenn ihr Mo sich erdreistet, dass er sie mal wegen irgendeiner Kleinigkeit kritisiert, wird er sofort mit alle seine Fäller aus den letzten 10 Jahren bombardiert. So sind's die Weiber, so sind's die Weiber, so sind's. Nicht alle, aber fui. So sind's die Weiber, so sind's die Weiber, so sind's. Ein paar auf jeden Fall. Erst heiraten's, weil sie hofft, dass er sich dann ändert und er glaubt, dass sie so bleibt. Und der Irrtum ist dann der Sand im Getriebe, der jahrzehntelang reibt. So sind's die Paare, so sind's die Paare, so sind's. Nicht alle, aber fui. So sind's die Paare, so sind's die Paare, so sind's. Ein paar auf jeden Fall. Programm macht, dann wäre ja immer auch kritisiert dafür, von jahrelange, teils jahrzehntelange treue Fans, die frühere Programme besser gefallen haben. Weil letztes Mal ist ein alter Mo auf mich zugekommen, ein Bekannter von mir, der ist schon fast 90 und dann hat er gesagt, weißt du was, Martina, weißt du was, früher, wo du noch mehr auf dem Bumsen gesungen hast, da hast du mir noch besser gefallen. Und das sind so Wünsche, die ich natürlich auch berücksichtigen möchte. Deswegen geht das nächste Lied über anreitige sexuelle Praktiken. Falls wer nicht weiß, was anreitig ist, da gibt es leider kein deutsches Wort dafür. Ja.